Was will Putin jetzt von Kim Jong-un? Was Putin von Kim Jong-un will, würde ich in zwei Teile trennen. Was will er politisch von ihm? Was will er auf einer rational-wirtschaftlichen Ebene von ihm? Kim und Putin mögen sich wohl auf bekannter, also auf persönlicher Ebene nicht mal besonders. Putin hat früher ganz andere Kaliber von Staatschefs getroffen, also auch in den BRICS-Staaten, wo er im Moment nicht so reüssieren kann. Das heißt, zunächst mal würde ich sagen, auf der politischen Bühne ist es eher ein Abstieg für Putin und ein Aufstieg für Kim Jong-un. Der nützt Kim Jong-un auch auf einer innenpolitischen Ebene, denn nachdem Trump 2019 den Gipfel von Hanoi hat platzen lassen, war das für Kim erstmal eine politische Niederlage auf der Weltbühne. Jetzt sehen wir sozusagen, wie eine neue Großmacht sich ihm andient. Und das ist für Kim definitiv ein Gewinn. Für Putin ist es, ich sage mal, eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten. Droht hier so ein bisschen ein Pakt der Schurkenstaaten sich zu etablieren, von beiden Seiten ausgehend, so ein bisschen auch einen neuen Block bilden, vielleicht auch unter Zustimmung Chinas noch dazu. Ob das eine tiefergehende Allianz oder ein Pakt ist, da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Traditionell haben sich auch die kommunistischen Regime untereinander zwar unterstützt, aber wirklich nur soweit das notwendig war. Eine Zweckgemeinschaft ist es sicherlich, die, das wird die Zukunft zeigen, möglicherweise zu einer tiefergehenden Allianz wachsen kann. Da wäre ich allerdings eher zurückhaltend. Diese Achse des Bösen, die damals George Bush Jr. sozusagen benannte, diese Pakte entstehen immer mal wieder aus Notwendigkeiten oder Zweckmäßigkeiten. Eine Notwendigkeit, die ja jetzt viel spekuliert wird, ist eben die Rüstungsproduktion und die Frage, ob Putin eben auch auf Artilleriemunition aus Nordkorea setzt. Ist das so? Was könnte sich Putin da von Nordkorea erhoffen? Und was sagt das vielleicht aber auch über den Zustand der russischen Rüstungsproduktion aus, beziehungsweise auch über das Forthcoming sozusagen in der Ukraine? Ja, da kommen wir zu dieser rational-wirtschaftlichen Ebene, was man voneinander braucht. In einem Krieg geht Haben vor Brauchen. Das heißt, Russland kann gar nicht genug Artilleriemunition haben. Sicherlich werden sie über den Austausch von Waffen und Munition verhandeln. Nicht umsonst ist der Verteidigungsminister Shoigu bei dem Treffen auch dabei. Dann muss man gleichzeitig aber auch sehen, was kann Kim denn Russland bieten? Das ist alles veraltetes Sowjetmaterial. Ob das in einem guten Wartungszustand ist, das ist aufgrund der Materialknappheit, die in Nordkorea grundsätzlich herrscht, vielleicht auch zumindest mit Vorsicht zu genießen, wie gut diese Waffen in Schuss sind. Oder ein Kern des Tauschs, der sozusagen passieren könnte, ist, Nordkorea braucht das Kernwaffenwissen. Sie haben jetzt ein taktisches Atom-U-Boot auf den Weg gebracht. Russland ist als klassische Nuklearmacht in dem Bereich mit sehr viel Wissen ausgestattet. Das heißt, hier könnte ein Tausch Material gegen Wissen stattfinden. Auch hier sieht man aber wieder, inzwischen ist es eben so, dass Russland sich altes Sowjetmaterial gegen Kernwaffenwissen einkaufen muss. Das zeigt auf jeden Fall, dass es erhebliche Probleme in der russischen Rüstungsproduktion gibt. Wie tiefgreifend die wirklich sind, das ist, glaube ich, nicht seriös abzuschätzen, aber natürlich sind die Lieferketten in Russland alle gestört. Was ist jetzt der Grund, warum sich Putin mit Kim trifft? Was erhofft er sich als Ergebnis vielleicht von diesem Treffen? Putin braucht Waffen, Putin braucht potenziell Absatzmärkte, Arbeitskräfte, Industriekapazität, kann dafür umgekehrt Nordkorea wertvolles Kernwaffenwissen anbieten, was für Kim wiederum sehr wertvoll ist. Und auf der geopolitischen Ebene gesehen, Nordkorea kann kurzfristig Russland stärken, kann Russland Nordkorea stärken, führt es dazu, dass sozusagen in der anderen Welt, also in der nicht westlichen Welt, einfach Masse kreiert wird. Es ist ein weiterer, dann möglichst starker Player aus Putins Sicht im Spiel. Und das droht natürlich die geopolitische Front der USA zu überdehnen, denn dann sind die größeren Konfliktgebiete der Welt eben nicht nur Russland, Taiwan, China. Korea würde dann wieder in den Fokus rücken. Dadurch hätte man
sozusagen die USA in eine Frontüberdehnung gebracht, wenn man es geopolitisch betrachten möchte. Ich halte das auch für den Kern des Kalküls, dass China dahinter haben wird. Denn eines ist klar, der größte Unterstützer Nordkoreas ist China. Ohne chinesisches Einverständnis würde ein Treffen auf so internationaler Ebene nicht stattfinden. Aber auch für Xi Jinping ist es natürlich ein Vorteil, die USA und die westliche Welt und die NATO möglichst an vielen Fronten beschäftigt zu halten, denn es verhindert eine möglicherweise sonst bevorstehende Intervention der USA oder der NATO, wenn man sich beispielsweise in China der Insel Taiwan nähern würde. Ich denke, der Kern wird zur einen Seite politisch sein. Man wird sozusagen abschätzen, was können wir tun, was könnt ihr tun, wie wollen wir gemeinsam vorgehen, um die westliche Allianz, also die Amerikaner, die NATO, Europa, Australien, möglichst mit vielen geopolitischen Themen unter Spannung zu halten. Der zweite Punkt ist, dass man aushandeln wird, und das werden auch die Delegationen machen, was können wir denn untereinander austauschen? Nordkorea braucht Nahrungsmittel, Rohstoffe, Devisen, Kernwaffenwissen. Auf der anderen Seite brauchen die Russen Material, möglicherweise Arbeitskräfte. Nordkorea vermietet auch, wenn man das so nennen will, seine Arbeitskräfte und beschafft sich dadurch auf dem internationalen Markt Geld. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass zum einen die Delegationen in den einzelnen Bereichen Wirtschaft, Verteidigung, Deals aushandeln und auf der oberen Ebene Putin und Kim sich Gedanken machen werden, wie man die westliche Welt möglichst unter viel Spannung hält.